Mittelfeld, nur Zenits Giuliano torgefährlicher als Kimmich. Ich erkenne jetzt besser die Situationen, in denen ich mit vorne reingehen kann, sagte Bayerns Allround-Talent Joshua Kimmich, 21, Foto, bereits Anfang Oktober gegenüber der Bild. Am gestrigen Mittwoch gab es vor dem 2:0 der Münchner gegen Eindhoven mal wieder so eine Situation. Nach einer Flanke von David Alaba stand Kimmich am zweiten Pfosten goldrichtig und brauchte nur noch ein Köpfen. Es war in Bundesliga und Königsklasse bereits der 7. Saisontreffer in der 9. Partie des Nationalspielers, der unter Carlo Ancelotti wieder vornehmlich auf seiner Paradeposition im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt. Beachtlich! In Europas Top 10 Ligen gibt es nur einen Mittelfeldspieler, der in dieser Saison in den genannten Wettbewerben, plus Europa League, bislang mehr Tore geschossen hat als Kimmich. Giuliano, 26-jähriger Brasilianer von Zenit St. Petersburg, dem schon 8 Treffer in 10 Einsätzen gelangen. Auf den Plätzen folgen Arsenal-Spielmacher Mesut Özil, 28, der am gestrigen Abend gegen Ludogorets Razgrad einen Dreierpack schnürte und jetzt 6 Tore geschossen hat, sowie Ajax-Profi Davy Klaassen, ebenfalls 6 Tore. Hinzu kommt, Kimmich braucht nur 86 Minuten pro Tor, liegt damit vor seinen Konkurrenten. Der Jungsteher gab sich nach der Partie gegen die PSV trotz der Topmarke bescheiden, bei dem Tor konnte ich nicht viel falsch machen, im internen Bayern-Ranking liegt der frühere Stuttgarter derweil nur hinter Robert Lewandowski, 28, der schon 10-mal genetzt hat. Kimmich hat mehr als doppelt so viele Tore erzielt als etwa Thomas Müller, 27. 3 Tore, Arjen Robben, 32, 3 Tore, oder Frank Ribéry, 33, 2 Tore.